Das ist ein Längsschnitt des Ösophagus. Wir sehen alle typischen Schichten. Das ist hier die Tunica mucosa, die Tunica submucosa und die Tunica muscularis. In diesem Fall, weil das ein Längsschnitt ist, die innere zirkuläre Muskulatur erscheint im Querschnitt und die äußere längliche Muskulatur erscheint im Längsschnitt. Die Tunica mucosa hat drei Subschichten. Die Lamina epithelialis, die Lamina propria und die Lamina muscularis mucosae, was auch ein längsläufende glatte Muskelschicht ist. Das Epithel im Lamina epithelialis, in der Lamina epithelialis, ist ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel. Die Lamina propria, das ist ein zellreiches, lockeres Bindegewebe mit Gefäßen und manchmal auch mit Lymphfollikeln. Lymphfollikeln sind typische Bestandteile von allen Schleimhäuten. Wenn wir das Epithel vergrößern, dann wir sehen die typischen Schichten vom unverhornten Plattenepithel, das Stratum basale, das Stratum polygonale und das Stratum planocellulare. Wir sehen auch häufig Lymphozyten zwischen den epithelialen Zellen. Die Bindegewebspapillen versorgen für das Epithel, einmal weil in den Papillen wir haben Kapillarschlingen und auch dadurch, dass rund um diesen Bindegewebspapillen die Diffusion erreicht leichter die benachbarten Zellen. Die Tunica submucosa ist auch ein lockeres Bindegewebe, aber reich an amorphen Grundsubstanz und wir haben hier wenigere Zellen. Hier haben wir auch viele Gefäße. Ein typischer Blick in der Tunica submucosa, Kollagenfasern und Fibrozyten. Zwischen den zwei Muskelschichten wir haben einen bindegewebigen Raum, wo der Plexus myentericus verläuft. Hier sehen Sie Abschnitte vom Nervenplexus. Und hier haben wir auch zwei Nervenzellen. Die von Satellitenzellen umgeben sind. Diese Nervenzellen sind multipolare Nervenzellen. Die Zellkerne sehen wir nicht immer, weil sie sind nicht in der Schnittebene. Die gehören teilweise zum enteralen Nervensystem und teilweise dienen als Umschaltungsstellen für parasympathische Nervensystem. Die äußerste Schicht im thorakalen Bereich des Ösophagus ist die Tunica adventitia, ein lockeres Bindegewebe.